war eine Situation, wo ich ihm ein kleines Zeichen mitgeben wollte, mit ja, einer Provokation von seiner Seite, wenn ich vielleicht ein bisschen mehr draus mache. Dann ist es noch klarer eine rote. Ich glaube schon, dass man da definitiv über Rot nachdenken kann. Wenn er die bekommt, dann habe ich alles richtig gemacht. Ja, es ist ja immer ein bisschen schwierig, ja, wenn du so in eine Mannschaft reinkommst, die Mannschaft selber hat noch nicht so die Handschrift. Dann kommt Toni jetzt dazu. Wir haben jetzt auch noch nicht so viele Einheiten zusammen gehabt. Verstehen uns so ganz gut. Auf dem Platz muss es aber auch funktionieren. Das wird natürlich besser, desto mehr Spiele und desto mehr Einheiten wir zusammen machen. Ja, natürlich muss man am Anfang irgendwo so ein bisschen finden, in welchen Räumen bewegt er sich, in welchen Räumen musst du dich dann dementsprechend bewegen. Das sind schon so Sachen, die natürlich schon Zeit brauchen, aber die Zeit haben wir dafür nicht. Aber ich glaube schon, dass es über 90 Minuten dann schon sehr, sehr gut zwischen uns beiden aussah. Ja, ich glaube schon, dass ich vom Profil her was ausstrahle, was ich schon der Meinung bin, was der Mannschaft helfen kann. Ich glaube, die 30 Minuten von meinem Debüt in Österreich, auch wenn wir mit dem Rücken zur Wand standen, einer weniger, dann ist es 2-0 gefallen. Aber die haben dann schon Eindruck hinterlassen, was auch mein Anspruch natürlich auch war. Und von daher kann das funktionieren. Und heute war ein guter Schritt dafür und wir müssen aber dranbleiben.